Er war Superstar, er war populär und jetzt wird diese verstorbene Austropop-Legende auch in einem Musical verewigt. Die Rede ist natürlich von Hans Hölzel, besser bekannt als Falco, dessen fesselnde Lebensgeschichte im neuen Musical Rock Me Amadeus verarbeitet wurde. Präsentiert wurde das neue Musical, das im Oktober Premiere feiert, stilecht in der Wiener Kultdisco U4, die von Falco selbst gerne als sein Wohnzimmer bezeichnet wurde. Neben Falcos größten Hits bekommen die Besucher des Musicals auch Einblicke in das mitunter recht turbulente Privatleben des Falken. Auch neue Songs wurden extra für Rock Me Amadeus komponiert, wie uns der Musical-Intendant des Ronacher Christian Struppeck verrät. Ja, wir haben lange überlegt. Eigentlich schon seit ich hier bin, sprechen wir über ein Falco-Musical. Ich wollte aber den richtigen Zugang finden. Ich habe gesagt, wenn wir es machen, dann machen wir es ganz anders. Wir wollten anhand aller Falco-Hits und neu hinzukomponierten Songs, das hat es ja übrigens noch nie gegeben, dass die Original-Falco-Komponisten noch Songs beisteuern, seine Lebensgeschichte erzählen, wie eigentlich dieser junge Musiker Hans Hölzel zum Weltstar wurde. Und da wird man auch viel Neues entdecken, was man noch gar nicht wusste. Und das Besondere ist auch, dass wir alle Berater und Wegbegleiter und Freunde an Bord haben. Wir haben Markus Spiegel, Rob Bolland, Ferdi Bolland. Wir sprechen mit Horst Borg, wir sprechen mit Robert Ponger, der ja die ersten Alben komponiert hat und uns auch unterstützt, damit wir das authentisch auf die Bühne bringen können. Mit über 60 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Nummer-1-Hits gilt Falco bis heute als einer der erfolgreichsten Popgrößen Europas. Was würde denn Falco heute für Musik machen, Ihrer Meinung nach? Genau die angesagte und etwas mehr. Er wollte immer innovativ sein. Er war mein Lebensmensch. Was sagen Sie jetzt zum Darsteller des Falco? War sehr, sehr schwierig in der Auswahl, aber ich glaube, wir haben den richtigen gefunden. Schön. Es ist unbeschreiblich. Es ist wirklich unbeschreiblich und es ist einfach ein so großer Cocktail an Gefühle, an Hochachtung, an Dankbarkeit, an Freude und auch diesem Gefühl von, ich habe auch wirklich dafür gearbeitet, diese Rolle bekommen zu können und so. Es ist ich bin überwältigt. Die lange, kurze Geschichte ist quasi, dass Dominik Penner noch jemanden gesucht hat für den Workshop und dann wurde ich quasi weiterempfohlen von der lieben Silke Bras, eine ganz tolle Darstellerin und Sängerin, die hat mich in Mödling gesehen bei Teatro und hat gemeint, hey, der könnte es doch vielleicht machen. Dann haben sie mich angeschrieben, ich habe quasi digitales Casting gemacht und so und dann haben sie mich für den Workshop genommen und dann habe ich den ersten Workshop gemacht, dann durfte ich auch den zweiten Workshop machen und dann hatte ich noch die Auditions und dann habe ich die Rolle bekommen. Wie gehen Sie denn ran an die Rolle? Wie bereitet man sich vor? Also viel Recherche, viel, viel, viel Recherche, also wirklich do it by the book, also wirklich erstmal die ganzen Bücher anschauen, die Biografien anschauen, die Auftritte von ihm anschauen, die Filme über ihn anschauen, die Dokus, die Musik hören und einfach sich so viel wie möglich mit seinen Texten und mit seiner Persona zu befassen. Und diese Essenz versuche ich halt in meiner Darstellung so gut es geht halt irgendwie zu verkörpern und irgendwie auf die Bühne zu setzen, dass es nicht als Imitation endet, also wie als wäre irgendwie eine Art und Weise Falco bei mir oder in meiner Darstellung dabei, ohne dass ich jetzt irgendwie so, ich mache jetzt einen auf Falco, weil das soll es ja nicht werden. Ich nenne das ja gerne das Falconizing, wo ich quasi mir diese Sprache aneigne und dann benutze ich einfach dieses Gefühl, was ich bekommen habe durch die Interviews. Irgendwann ist da irgendwas in der Sprache drin, wo ich mir denke, das ist gar nicht mal so weit weg. Oder es ist irgendwie eine Art und Weise, die ist vielleicht nicht 100% Falco, aber sie ist irgendwo Falco und sie macht Spaß. Und wenn sie Spaß macht, dann ist es richtig.